Kennst du das? Wenn irgendeine Kleinigkeit dich völlig aus der Fassung bringt, du innerlich wie entgleist, du wirst von Emotionen überschwemmt oder fühlst plötzlich gar nichts mehr. Deine Gedanken fahren Karussell oder du musst plötzlich ganz dringend Schokolade essen. Was da los ist? Dein emotionaler Rucksack hat sich zu Wort gemeldet. Was da drin ist? Erfahrungen aus der Vergangenheit, die du aus irgendeinem Grund nicht verarbeitet hast. Was du dagegen tun kannst? Pack deinen Rucksack aus. Du wirst überrascht sein. In deinem Rucksack befindet sich nicht nur unnötiger Ballast. Du hast ihn nicht umsonst so lange mit dir herumgetragen. Lange Zeit dachte ich, dass es vor allem darum geht, meinen Rucksack loszuwerden. Ich dachte, dann wäre alles in Ordnung. Bis ich verstanden habe, dass in meinem Rucksack ganz wertvolle Geschenke stecken. Inzwischen weiß ich, dass jede Lebenserfahrung, egal wie schwierig, ein Geschenk birgt. Und dass der Schlüssel zu diesem Geschenk in meinem emotionalen Rucksack steckt. Indem ich gelernt habe, mich meinem Rucksack bewusst zuzuwenden, wurde das, was lange eine Quelle von Frust und Schmerz in meinen Beziehungen war, zu einem Potenzial für Verbindung und echte Intimität. Heute habe ich einen ganz anderen Bezug zu meinem Rucksack. Ja, er ist bedeutend leichter geworden. Aber ich weiß, dass es nicht darum geht, ihn loszuwerden. Es geht vielmehr darum, eine neue Beziehung zu dem Inhalt aufzubauen. Und mit jeder schwierigen Lebenserfahrung, die ich bewusst gefühlt und damit verarbeitet habe, wurde ich ein Stück weiser, reifer und erfüllter in meinem Leben und in meinen Beziehungen.